diese Stadt sei hier die lebenswerteste in der ganzen Welt. Aber mir kommt sie eigentlich nur wie ein einziger Hochsicherheitstrakt vor. Vor 2 Jahren wurden gezählt 11 Verkehrstote. Dagegen sollte etwas unternommen werden. Und im Endeffekt stehen jetzt 2 Millionen Menschen doppelt oder dreimal so lange im Verkehr. Das wäre etwas gut für die Umwelt. Es ist eine massive Beschränkung, die von außen einem zukommt. Das heißt, man setzt sich noch mehr unter Druck, man macht sich noch mehr Vorgaben, man will noch mehr optimieren und irgendwann reicht es dann wie jetzt. Ich bin abgestiegen und sitze da jetzt im Park und bemerke, dass der Frühling kommt. Da oben ist der Frühling, da ist der Frühling. Also normalerweise mache ich am Tag 6, 7 Termine, hier schaffe ich vielleicht 3, 4. Man steht bei jeder Ampel. Und zwar lange und ausgiebig, kann einen schon wahnsinnig machen. Ein einziger Hochsicherheitsknast, diese Stadt. Sicherlich kennt ihr das auch, wenn euch alles bis hierher oben steht. Ne? Wenn ihr wirklich die Schnauze voll habt. Wir wollen uns heute ganz kurz in diesem Short unterhalten über inneren und äußeren Zwang. Es ist hier überhaupt kein Flow im Geiste möglich. Für den Yogi die schlechtesten Voraussetzungen. Und was schlecht ist für den Yogi, ist auch schlecht für das Glück von jedermann. Und da führt nur ein Weg hinaus, Zwang verringern. Manche reden schon von Menschnutzhaltung. Zombie-Zuchtplantagen. Eine Blockade, sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene. Also ist mit den Leuten eigentlich nicht mehr viel anzufangen hier. Das heißt, ich muss mit mir selbst wieder ins Reine kommen. Der eigentliche Punkt, auf den es wahrscheinlich wirklich ankommt, ist die Selbstdisziplin. Ich muss nicht 7 Termine am Tag machen, denn in dem Moment, wo ich neben mir selbst stehe, wird auch der Erfolg im Außen nicht mehr so sein wie zuvor. Darum bin ich jetzt einmal hier eben vom Bike abgestiegen und hier in den Wald eingekehrt, auch um dieses Short zu machen und mir nach 2 Wochen in dieser Stadt bewusst zu werden, was mit mir hier abgeht und was mit den Leuten abgeht. Ich merke hier eine totale Beschränktheit. Es ist hier überhaupt kein Flow im Geiste möglich. Dieses zwanghafte Leben wird als normal und als richtungsweisend von den meisten anerkannt. Ja, der eigentliche Punkt, auf den es wahrscheinlich wirklich ankommt, ist die Selbstdisziplin. Die Selbstdisziplin. Ja, was das bedeuten kann, die Selbstdisziplin. Das habe ich einmal in einem kleinen Büchlein zusammengeschrieben. Es heißt Out of Darkness, der Titel in Deutsch ist Aus dem Dunkel. Der Untertitel weist darauf hin, worum es mir jetzt in diesem Fall bezüglich Zwänge geht. Power and Secrets of Elegance, also Macht und Geheimnisse der Eleganz. Im Zuge der Selbstdisziplinierung versuche ich mich elegant zu bewegen, auch elegant zu artikulieren und ja, mir selbst keinen Zwang anzutun. Die Bewegungen sind mit mir im Einklang, in einem guten Gefühl. Wir bewegen uns harmonisch. Wir fühlen uns wohl in unserer Haut. Und in dieser Haltung oder in diesem Habitus der Eleganz gewinnen wir nicht nur unsere Freiheiten und unseren Freiraum, unseren Inspirationsraum und wieder zurück, sondern wir gewinnen auch an Macht und an Machbarkeit, an Möglichkeiten. Die Eleganz hilft uns, wieder dorthin zu kommen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir das Gefühl haben, die Dinge wieder anpacken zu können und gestalten zu können. Das heißt, gegen den äußeren Zwang wieder erfolgreich zu sein. Seht selber mal in das Büchlein hinein. Es ist nicht besonders dick, es ist in einem Tag machbar. Zombie-Zuchtplantage. Ein einziger Hochsicherheitsknast, diese Stadt.